Push and pull, lost and found. If you have no heart, you hear no sound. If you come up short, it will come around. If you're too far up, just come down. Get what you give and take what you need.
Hallo, buenos dias, dobrý den, willkommen, kak tu kak, willkommen, Erik, willkommen, how are you? Okay, Tasche schwarz, Wasser. Okay, Mikrofon ist also working. After the start of the stream, I realized Windows not recognize my microphone, so I switched the USB ports. Onkel René, hallo, willkommen. Sei gegrüßt. So, wir nehmen hier erstmal die Gartenschere raus, nehmen die Holzaxt, nehmen noch ein bisschen Wasser, drei Stück und vielleicht noch ein bisschen Essen. Warum habe ich hier kein Essen drin? Das ist ja schlimm. No food in this car. Hasan, hello, welcome. Where is my food? Sehr. Zwei Käse-Sandwich und wir nehmen noch ein Energy-Drink mit zur Sicherheit. Okay. Okidoki. Einparken. Wronki. So, hier haben wir Wasser, Essen, Trinken drin, gut.
Ich hab Durst. Trinken wir was? Das für ein Song, den hört man ja gar nicht. Weiter. Hab keinen Durst, bin satt, fühle mich gut. Super. Okay, heute wollten wir ja mal einen anderen Job ausprobieren. Today we try mining. But we need a license to do this. Hello, Kirkest. Welcome. How is it going? FG, also welcome. Mr. Chase, willkommen. Nehmen wir 200. Let's buy a license. Hallo, die Frau. Haben wir denn schönes? Minentransport. Die nehmen wir. Let me check what items we have left. First we do a coin buff. If somebody wants the coin buff. The Yuki Snipers. Hello, welcome. Oder je nachdem, wenn du Deutsch sprichst, hallo, willkommen. So. Auf zur Mine. Irgendwie war die hier oben irgendwo.
Sieht irgendwie ein bisschen ruckelig aus. GG. One second. You are lucky because this is my last coin buff. Noch ein bisschen lauter machen. Habe ich auch das richtige Werkzeug mit? Holzaxt. Nein. Oh no. The wrong tool. Damn. Okay. I'm stupid. Wrong tool. Jenling, hallo, auch guten Tag dir.
Willkommen. Now we must driving back and getting the right tool for the work. Yeah, sorry, Kirkest. I have no premium account on World of Tanks, so it doesn't matter when I play and when I not play. Now I need my tool, the right tool for mining. Because I'm stupid. I have an axe in my pocket and need a pickaxe. Driving the wool way back. To getting the right tool. Maybe when mining is boring, maybe I switch games today, but I don't know at this moment. Candy, welcome, hello.
Okay. Getting the right tool. Holzachs zurück, Spitzhacke. So. Now I have the right tool, Spitzhacke. Gäste, willkommen. Okay, now I am on the right way with the right tool. Let me change something, the stream or the game feels like a little bit stuttering. We go with 70 FPS, maybe the little drops make it smooth.
RP. This is GTA RP Roleplay. Not online. When you play online, you see a lot of NPCs. But on this RP server modification, no NPCs, no moving NPCs are possible. Hey, wake up. Please, I want G-Fuel. Thanks for the follow. Everybody needs T-Fuel and G-Fuel and all the fuel. Hey, wake up. Candy, thanks for the follow. Welcome. I can tell you today my two tubes arrived with G Fuel, but maybe I sell them on eBay. I don't know. And hello, please, I want G Fuel. Welcome, welcome. Das hier. Okay. Machen wir mal ein bisschen vorsichtiger. Microphone activated. Microphone muted. Hallo. Mensch, ist das dunkel hier.
I have no idea where I am. Du hast nichts gefunden. Das ist ja fies. Eden, hallo, willkommen. Nichts gefunden. GG Aiden. There you are great. And because I think you don't have my badge. There a badge. Nichts gefunden. Was ist denn das? Ach so, weil das Gestein so groß ist. Okay. 10 Kilo ein Stein.
Also immer rechts halten. Long way back. Licht am Ende des Tunnels. It's a long way to the mining spot. Oh. Hallo.
Ein Meilenstein. Da gibt auch was, okay. GG. Okay, einmal Gestein. Ganz schön weiter Weg. Rein und wieder raus. Okay. Mensch, ist das duster. Hm.
Ja, es hat doch genauso weit bis da, oder? Können wir ja mal gucken. Macht da keine Animation? ARJQC. Oh, Anonymous Donator 69. Thanks for the 1 cent. Noah sees this. Thank you, thank you. Marvin, hello, welcome. And thanks for the follow.
So ambitioniert wäre ich auch mal gerne auf der Arbeit. Serzi, die welcome, thanks for the follow. I want G Fuel, thanks for the 2.69 incent. Thank you for the donation. GG. Yeah, you are great. And the next code, 10 seconds. In 4KGA. DHX minus adapter. Everybody can claim the code. I'm close to the payout zone on incent. I think I have $21 and with 25 Australian dollars you can pay out.
The incent. Withdraw to an exchange, for example. Ihr seid ja mutig, hier offenen LKW stehen lassen. Let me see what items we have left. X-Mail, hello, welcome. Two of the 10 T-Fuel tokens are still left. One is now in the giveaway and one may raffle later. I think 5 crates I have left on some skins. Schon wieder voll.
GG. There your Tentifuel token. Ausgezeichnet, exzellent, wunderbar. Fantastik. Next guest number is when I'm arrived on the spot. Skip the song and this too. It's not the best music in the world, but it's free to use. I don't have to pay for a license. I don't get copyright claims with this.
Oh, mistyped. Lol. Erik, congratulations. Erik ist on fire. Sometimes he's very lucky. And also thank you, I want G Fuel, for the another donation, 0.0115 cent. Thank you, thank you, thank you.
GG. So much nice emotes. Skip the song. So, wo fahren wir damit hin? Steinsfahrer weiter. Now I have some frame drops on OBS. We lower the FPS to 60.
276 users on the server at this moment. Guten Appetit, Xiang Lin. Lass es dir schmecken. Was hab ich denn hier alles? Kies, Silberstück, Rohdiamant. Cassandra Fox, hello, welcome. Phosphorit. Cool. Mm-hmm.
Sorry. That was not my attention. Stream Deck. Default input. This device. So ist besser, ne? Sorry, the device has changed. The shortcut for full mute didn't work. Sorry for that. Great giveaway. Just a hint, my normal crates are empty. I only have the Eastern Media crates left. Congratulations! There, you're great.
Let's look what we are getting. Out of the stuff we are grabbed. Können wir das mit einmal bearbeiten lassen? Das wird wohl nicht mit dem LKW, wa? Mal probieren. Jetzt vielleicht. Oh, work. It works. Cool. GG. Maybe everyone has this emote.
Goat Multi, ja, richtig. Das war noch zu der Zeit, wo Homestate auf Rage MP basiert hat. Und wo ich erfahren hatte, dass der Admin von Rage MP einen anderen Spieler gehackt hatte, habe ich Rage MP deinstalliert. Also das lag nicht an irgendwelchen Leuten, dass ich da bei Homestate aufgehört hatte. Und wo ich meinen Account wieder reaktiviert hatte, hatte ich noch 2 Autos und 100.000. Dachte ich mir, guck's mal wieder vorbei. Jetzt ist ja hier Alt V Multiplayer. Nee, ich hatte meinen Stuff noch. Irgendwie haben die wohl was am Bankensystem umgestellt. Also ich bin mir ziemlich sicher, mein Geld war eigentlich auf dem Bankkonto, aber wo ich den wieder freischalten lassen habe, meinen Account, hatte mir der Supporter gesagt, dass ich meine 100.000 auf der Hand hatte. Also ich bräuchte jetzt nicht wirklich arbeiten. Ich habe so viel Geld und noch 2 Autos neben dem LKW. Nee. Wer will denen verdenken, dass sie mich nach über ein Jahr Inaktivität dann irgendwann rausgeschmissen haben, ne? Also Mechaniker ist Charlie erstmal nicht. Kann sein, dass ich mich da irgendwann mal wieder bewerbe oder so, aber erstmal nicht. Genau, hat sich einerseits viel geändert. Nun gucke ich mir gerade ein bisschen die Jobs an, was man so machen kann. Bin jetzt gerade bei der Mine, habe mir für 2 Tage so eine Minenlizenz geholt. Und natürlich heute, wo ich bei der Mine bin, geht der Traubensaft nach oben. Ist ja wieder klar. Aber Silberbahn und Goldmünze sieht auch gut aus. Da siehst du, ich habe die letzten 2 Tage Traubensaft gemacht und da war der bei 11, irgendwas und jetzt ist er bei 12,27. Verdammt. Na, was willst du machen? Ich habe mir erstmal die Lizenz geholt. Nee, sowas werde ich nicht machen. Ich mache dann eine Tour oder vielleicht mal 2 Touren und dann reicht doch erstmal wieder. Noch so ein Unternehmensantrag in einem meiner Autos liegen. Also da sind auch noch 50.000 investiert. Auf dem Konto habe ich jetzt gerade 10.000. Ich hatte mir noch ein Burrito gekauft. Also ich habe jetzt 2 Burritos und einen Muli. Aber ich überlege, ob ich die denn mit dem Unternehmen verlege, vielleicht so eine Vermietung oder hatte ich vielleicht Mietkauf oder sowas mache, dass die Leute einen gewissen Teil an Miete bezahlen und den Rest wird abzahlen benutzen. Als sie irgendwann sie besitzen, das Auto. Mal sehen. Nee, ist klar, wenn man jetzt irgend so einen Sportwagen haben will, das kostet richtig Geld, ne? Das ist so richtig. Gucken, was haben wir denn noch, was wir auf Theta verriffeln können. Epic Skin Pack hauen wir da noch raus. ...23 mal Zement, super. Das hat auch geklappt hier mit dem Auffahren mit dem LKW. Habe ich mich aber gequält.
So, jetzt haben wir Kies. Jetzt werde ich nochmal zur Schmelze vorbeifahren. Ob ich da vielleicht das Silber und das Gold noch schmelzen tue. Muss mal eben gucken, wo die war, die Schmelze. Eine Jobkarte hatte ich mir auch schon gekauft. Was ist das hier? Ösenfabrik, okay. War das hier die Schmelze? Ja. Der Charlie ist da anspruchslos, von wegen Autos und so. Irgendwann vielleicht mal noch so einen Coil Waden. Aber LKW und Burrito bringen mich auch von A nach B. Und Taxi benutze ich eigentlich auch in letzter Zeit öfter mal, weil ist sau günstig und haben die Taxifahrer auch mal jemanden zu quatschen, ne? Oh. Coasty, GG. One second. Let me give your stuff. There. Was hat denn der Rumpo Custom gekostet? Nicht, dass ich mir den jetzt auch kaufen will. Kostet er ähnlich wie der Burrito. Also Burrito kam ja 36.000. Also mein Bedarf an Autos ist erstmal gedeckt. Nur Interesse halber. Um die 40, ja gut, dann macht das ja Sinn. Wenn er dir besser gefällt als so ein normaler Burrito, dann gibt man noch ein bisschen mehr aus. Würde der jetzt deutlich teurer als 40 sein, dann müsste man sich das schon überlegen, ob man bloß wegen besserem Aussehen so viel mehr Geld ausgeben will. Ah, One second. Fast falsch gefahren. Muss er hier rüber. Hier ist auch meine erste Tour mit Mining. Mal gucken, was da rauskommt. Wie viel Silberbarren ich schmelzen kann, wie viel Goldbarren ich schmelzen kann und so. Zu Anfang habe ich mit Schrott angefangen, weil ich das ja früher beim LSC immer nebenbei gemacht habe, den Schrott. Wenn nicht viel los war. Das ist ja jetzt laut Serverregel auch verboten. Aber ich arbeite ja jetzt nicht mehr bei LSC, also habe ich mir gedacht, machst du mal den Schrott. Ja, hat dann glaube ich um die 600 gebracht, wenn man so einen LKW voll macht. Das Dings hier hat weniger gebracht, die Trauben. Ich hoffe mal, der Hintereingang ist noch offen. Ja, das ist dann cool, wenn man den noch ein bisschen tunt. Hallo? Hallo? Ist ja richtig was los. Wenn die Leute hier durch die Gegend. Tu nicht.
Ja, das ist ein bisschen schade, wenn es nicht alle Autos auf dem Server gibt, ne? Da schöpfen sie nicht das volle Potenzial aus. Macht sich denn wohl nicht? Dann funktioniert das irgendwie nicht mit dem Auto. Stellplatz. Ah, da hätte ich gedacht. Bin ich von ausgegangen. Aber gut, man lernt immer dazu, ne? Den stellen wir uns woanders hin. Können wir hier die Mülltonne noch mal checken? Reifenteile, okay. Ist ja richtig geschäftiges Treiben hier. Welcome back, Xianlin. Ja, das musst du aber auch so sehen. Auch hier gehen wir noch drei Blechschnitte, da hat zwei übrig. Musst du mal so sehen. Das sind ja auch so eine Supercars oder sowas. Und passt das zu deinem Charakter, da so ein Auto zu fahren? Wenn ja, dann musst du halt irgendeinen sauren Apfel beißen, das Geld irgendwie besorgen. Wenn nein, dann ist es so Quatsch, das mal zu kaufen, das Auto, ne? 5, ich schreibe mir erstmal den Forkster auf. 9, 3, 9.
4, 5, 8. Und da war auch noch eine Anwältin irgendwie da. So, Lina Mitchell. Fünf, 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 acht, fünf, sieben, neun, zwei, drei. Was hatte der Forks für ein AdTech? LS Legal. Das kommt einem sehr bekannt vor, ne? Von einem anderen Server. Okay. Mensch, das schmilzt aber langsam hier, der Kram. Banano Spartan, hello. Willkommen. Was verlosen war noch so eine Kiste? Muss man immer schauen. Also ich habe zum Beispiel keinen Bedarf, so ein teures Auto zu kaufen. Und wenn man sowas fahren will, dann muss man sich halt in so einen Job begeben, wo man das Geld schnell verdienen kann, ne? Also Mediziner oder Cop oder sowas. Oder zum Beispiel auch Mechaniker, das mag denn auch gehen. Weil da hat man ja immer ein ständiges Einkommen. Ja, 30.000 ist ja schnell zu erreichen, denn, ne? Aber wie gesagt, wo ich mit Homestead aufgehört hatte vor über einem Jahr, da hatte ich 100.000 und zwei Autos, ein Moody und ein Burrito. Und jetzt habe ich noch 10.000 und drei Autos. Und einen Firmenantrag in der Tasche, der auch 50.000 gekostet hat. Das hat mir keiner vorher gesagt, dass ich das für zwei Leute brauche. Deswegen bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Und werde mal ein bisschen rumtelefonieren nachher, ob ich vielleicht einen Anwalt finde, den ich mit dem ich einen Vertrag mache. Dass der als zweiter Firmenmitbesitzer reinkommt, aber per Vertrag ihm untersagt wird, in der Firma tätig zu werden. Dass er bloß als Strohmann mit drin ist in der Firma. Sowas gibt's ja. Im Real Life hatte ich mich da auch schon mal informiert. Da gibt es in England, in United Kingdom, gibt es da eine LTD. Das ist so ähnlich wie eine GmbH in Deutschland. Und da kann man eigentlich auch nicht alleine eine LTD gründen. Aber wenn man einen zweiten braucht, dann vermieten die dir jemanden. Also da kann man dann für 100 Euro im Jahr jemanden mieten. Der unterschreibt denn und ist dann dein stellvertretender Firmenleiter da, aber der hat keine Rechte. Ich glaube, ein normaler Burrito, also kein Custom. Ganz normal von der Stange gekauft.
Also unterm Strich habe ich jetzt 2 Burritos. Ich habe ja letztens noch einen gekauft. Danke fürs in Chat schreiben des Codes, Bananenschmatter. Da hast du was dafür. So. Habe ich 2 normale Burritos zurzeit. 5 Silberbahnen und 2 Goldmünzen. Okay. Und ich glaube, Silberbahn und Goldmünzen waren noch relativ hoch im Kurs. Mal gucken, was das jetzt unter Strich bringt. Ich hab Hunger und ich hab Durst. Dann essen wir erstmal was. Trinken wir noch einen Schluck. Da bin ich mal gespannt, was der Kies jetzt und die Silberbahn und die Goldmünzen bringen. Das ist ja eh eine Tour, das war dann schon doch ein bisschen länger als jetzt. Dings hier sammeln, Trauben sammeln. Noch einen Moment länger gedauert. Okay.
Okay, ich bin satt und habe keinen Durst. Das ist gut. Mal sehen, was wir an Kohle kriegen. Wir haben 782,91. Okay. Ach Gott, die Rohdiamanten hat er auch genommen. 916.699. Uff. Waren ja fast 1000 Dollar. Cool. Hat sich ja gut gelohnt. Huch, war ich gerade eine Kamera abgefahren? Das war doch gar nicht so verkehrt. Nun fahren wir tanken. War es die Straße? Ich hoffe, ich bin richtig. Also mit einer Mining-Tour kann man schon 1000 Dollar verdienen, knapp. Das ist nicht schlecht. Heiz ich hier mit knapp 100 durch die Stadt, 80 sind erlaubt. Erstmal tanken. Kommt doch erleichternd hinzu, alle meine Fahrzeuge nehmen Diesel. Also ich brauche nicht nachdenken, was ich tanke.
Kann man sich nicht vertun, wenn man nur Diesel hat. Ja, knapp $23 Tankkosten sind jetzt auch nicht die Welt. Schmeißen noch ein bisschen Geld aufs Konto. 1600, sagen wir mal, wie sich 1003. Bisschen Kleingeld braucht man ja noch. Hallo die Dame, was haben wir denn Schönes? Das Wurst findet man hier nirgendwo, ne? Jetzt habe ich Brötchen gekauft, jetzt kriege ich keine Wurst. Ach, ich biege hier mal ab. Department of Water and Power, okay. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Weil dieser Parkplatz gefällt mir hier schon mal. Der ist schön groß.
man da ein Unternehmen gründen könnte und dann hier dieses benutzt oder so. Mülltonnen. Hier sind die Garagen, da könnte man sagen, hier sind sie drinne, Fahrzeuge. Screenshot. Wir rufen mal an. Microphone activated. Ja, guten Tag, Charlie hier. Ich habe mal eine Frage. Wäre es bei, Sie sind ja Rechtsanwältin, ne? Soweit ich gesehen habe. Das ist richtig. Bieten Sie auch so eine Dienstleistung an? Ich kenne das nur aus Europa. Da kann man, wenn man ein Unternehmen gründen will und keine zweite Person hat, da kann man sich diesen Dienst mieten. Sozusagen. Oder gegen einmalige Zahlung von einer Gebühr, dass wir so einen Vertrag aushandeln. Dass sie zum Beispiel in der Firma nichts machen, bloß dastehen als Strohmann und dafür eine Gebühr kriegen. Ich glaube, dass das sogar gar nicht mehr so rechtens ist. Das ist nicht rechtens? Okay. Bisher. Das bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Mit Handlungsrecht hatte ich tatsächlich noch gar nicht so viel zu tun oder Unternehmenskunde. Deswegen wäre es am besten, wenn man damit das mit einem Anwalt macht, ne? Dass der das erstmal prüft. Ich würde da auch, wie gesagt, einen Fixbetrag oder eine monatliche Summe anbieten. Mhm. Dass sie das mal prüfen und ich melde mich in ein, zwei Tagen nochmal. Ja, ich guck mal kurz. Könnten Sie mir einmal Ihre Nummer nochmal durchgeben? Dann würde ich das einmal prüfen. Moment, muss ich selber mal nachschauen. Ich rufe mich selten an. Also ich bin Charlie Force, ne? Charlie mit IE geschrieben und Force mit F-O-R-C-E. Ja. Dann 555. 496 496 474 474. Okay, ich werde mich mal schlau machen, werde mich mal erkundigen und sobald ich was weiß, melde ich mich. Alles klar, super. Dann noch einen schönen Tag. Gleichfalls, danke. Tschüss. Tschüss. Microphone muted. Okay. GG. There you win. And we do 10 T-Fuel right after this. Das war's quick. Was haben wir denn noch? Noch so viel Stuff.
Lasst mich mal gucken. Inventory. Die verbinden mich nicht ernsthaft mit einer richtigen Anwältin, nein. Das ist eine Spielanwältin sozusagen. Also die spielt im Spiel eine Anwältin. Nee, das ist ein Spieler und die spielt Anwältin. Und deswegen versuche ich jetzt darüber, dass wir einen Vertrag machen, dass sie denn mit eine Firmengründerin ist, aber keine Berechtigung in der Firma hat. Das ist es. Thanks for all we've been hier, Erik. Just a little gift. Ja, Anano Spartan, das ist halt so. Man braucht hier auf dem Server zwei Leute, um eine Firma zu gründen. Und wer ist am besten geeignet als ein Anwalt, um das zu prüfen, ob der gegen eine Summe einfach mein Strohmann sein kann, ne? Also ich habe das Handelsrecht jetzt auch schon ein bisschen durchgelesen und soweit ich das verstanden habe, spricht da nichts dagegen. Und wenn jetzt noch ein Anwalt zu diesem Ergebnis kommt und wir dann einen Vertrag aufsetzen, dann sollte nichts dagegen sprechen. Dann biete ich einmal eine fette Summe Geld an und dann machen wir das so. Dass ich halt Firmeninhaber bin und sie zwar Mitbegründerin ist, aber laut Vertrag keine Rechte hat. Und wenn sie Rechte beansprucht oder benutzt, dann verklage ich sie, weil laut Vertrag darfst du das nicht. So sieht mein Plan jetzt aus. Und spricht doch eigentlich laut Recht nichts dagegen. Wie ich sagte, es gibt in Großbritannien so eine LTD und da kann man sich so einen Corporate Officer auch mieten, wenn man eine zweite Person braucht, um die Firma zu gründen. Und wenn das hier im Gesetz nicht drin steht, keine Strafe ohne Gesetz, ne, gibt es einen Punkt. Das heißt, wenn es nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Ja, und das ist jetzt mein Plan. Ich frage einen Anwalt, ob er mit mir das macht. Und wir einen Vertrag aufsetzen. Und ich denke mal, das sollte nach meiner Meinung auch gehen. Ich bin jetzt kein Rechtsexperte und ich denke mal, die Frau wird sich jetzt die nächsten zwei Tage da ein bisschen informieren, ob das alles so geht und rechtens ist. Ob da ein Gesetz gegenspricht irgendwie. Und ich glaube, da wird sie nichts finden. Gucken mal, wen haben wir denn hier noch irgendwo in der Historie? Not in the watchlist, das tut mir aber leid. Wir gucken mal, wem wir jetzt noch was schenken können. Ich gehe erstmal in mein Hotelzimmer.
Genug gearbeitet für heute. Oh, wait. Wir können ja noch was machen. One second. Forgot something. Das probieren wir jetzt halt. Wäre cool, wenn sie das auch so sieht, dass das nicht strafbar ist und mitmacht. Dann hätte ich eine Firma, ohne dass ich eine zweite Person krass vertrauen muss. Mit einem Anwalt kann man immer einen Vertrag schließen, dass der dann halt nicht berechtigt ist, irgendwelche Sachen zu machen, und wird sich wahrscheinlich auch daran halten. Gut, Erik, thank you for the 10 TFU. Thank you, thank you. Probieren, ne? Ich habe jetzt schon einen Unternehmensantrag rumliegen und hab ungern 50.000 in den Wind geschossen. Muss ich natürlich alle Möglichkeiten ausschöpfen, die nicht illegal sind. Und bevor ich jetzt ewig noch nach Leuten suche, denen ich vertraue, versuche ich es mit einem Anwalt und einem Vertrag. Dann schließen wir einen normalen, wie nennt sich das? Meinetwegen noch so ein Gesellschaftervertrag, da sie zwar Mitbegründer der Firma ist, aber keine Rechte hat daran. Nur im Fall meines Verschwindens für länger als 14 Tage die Firma wahlweise auf sich umschreiben lassen kann, oder dass sie an Staat abgewickelt wird. Habe ich mir nochmal Arbeitslosengeld abgeholt. Ich Kleinkrimineller, ich. Haben wir noch so ein... Moment, gucken wir mal. Ein Skinpack haben wir noch, ja. GG, Erik. Just a second. Meet wife. A safe position. There. And a normal skin pack. Right after this.
GG. Okay, let's check. Who are still here? Hey. Microphone activated. Ja. Ja, Fox hier. Ach so, ich habe versucht, die anzurufen. Ja, hat sich schon erledigt. Ich habe eine Kollegin von Ihnen erreicht. Ist klar, wunderbar. Gut, vielleicht komme ich nochmal irgendwann auf Sie zurück. Hm? Tschüss. Ja, tschüss. Mikrofon muted. Der andere Anwalt. So, lass mal gucken. Wir haben Erik hier. Wir haben Xen Lin hier. Error Accord, was? Was für ein Error? Supply Drop this. Coasty ist hier. Das war der andere Anwalt, der da angerufen hat. Den ich versucht habe anzurufen. Gut. Aber das. Was haben wir jetzt noch übrig? Zweimal Coins. Zweimal Coins kriegt Erik. Und dann ist gut. So. I'm out of stuff. I close the prediction. In the meantime, I can say no stream to tomorrow. On Wednesday is the next stream. No. Good luck, everyone. Congrats, congrats, congrats to the winners. Ja, spendabel. Ich muss ja meinen Supply Drop loswerden. Ich krieg ja morgen 9 und morgen bin ich nicht live. Also Mittwoch bin ich wieder da. That's it for today. Stream is ending. Thanks for watching. Thanks for the follows. Thanks for the donation. Thanks for being here. Please stay. I rate somebody. And we see us on Wednesday.